Aber dafür geben wir richtig Gas und legen uns ins Zeug, wenn es um den Datenschutzverordnung geht, wenn es darum geht, den kleinen Unternehmen, den kleinen Blogs, den kleinen Vereinen auf den Sack zu hauen. Da sind wir ganz vorne mit dabei. Das ist ja etwas, ein Strukturproblem, Struktur kein Problem, sondern eine sehr, sehr klare Struktur. The winner takes it all, die Großen zu schützen, die Großen immer mächtiger zu machen und die Kleinen und Mittleren aus dem Markt zu drängen, in jedem Bereich der Wirtschaft und natürlich auch im Bereich der Informationstechnologie. Ganz wichtiges Machtinstrument und hier hat man ja schon die Pressefreiheit immer wieder eingeschränkt im Bereich der Social Media über Zensur. Gut, man nennt das dann Fake News Kontrolle und Anti-Hass Kontrolle und so weiter. Das heißt, die sozialen Medien, da wird es immer schwieriger, seine Inhalte zu teilen, den Leuten zugänglich zu machen. Es wird einfach nicht mehr ausgestrahlt. Früher war es mal so, dass bei Facebook alles denen ausgestrahlt wurde, die es abonniert haben. Das ist heute nicht mehr so. Sie können es abonnieren, sie kriegen es auch nicht angezeigt, sondern das wird dann schon genau überlegt, wer wem wo angezeigt wird und wer dazu kritisch ist, der wird einfach immer weniger ausgestrahlt, der wird immer weniger angezeigt, langsam, unmerklich, bis es irgendwann faktisch nicht mehr stattfindet. Das heißt, auf den Mainstream-Medien, da haben sie ohnehin kaum noch Einfluss, da können sie ihre Nachrichten gar nicht mehr verbreiten, sondern das ist eben den wenigen Konzernen dort vorbehalten, die in Öffentlichkeit zu informieren. Dann hatte man noch die Social Medias, über die man was machen konnte, auch das wird immer weiter eingeschränkt und am Ende blieben bislang noch die Blogs, die eigenen Internetseiten, auch die und Newsletter, die werden jetzt ganz, ganz aggressiv mit der neuen Datenschutzverordnung weggehuft. Und weil das so komplex ist und solche Strafen nach sich zieht, Millionenstrafen, die kann kein Blogger zahlen, die kann kein kleiner Aktivist bezahlen, machen immer mehr zu. Die neue Datenschutzverordnung hat zum Beispiel dazu geführt, dass Frank Meier seinen Rottmeier eingestellt hat, also zusammen mit Bankhaus Rott gemacht hat, gesagt, Freunde, das muss ich mir nicht mehr antun, das kann ich gar nicht mehr leisten hier. Wir selbst bei CashKurs, wir haben, was wir jetzt Geld investiert haben, was wir Zeit investiert haben, wie viel Ressourcen da reingeflossen sind bereits jetzt mit unserem Team, um hier möglichst sauber dieser Datenschutzverordnung zu folgen, das machen Sie sich keine Vorstellung von. Man ist kaum mehr in der Lage zu arbeiten, man ist kaum mehr in der Lage, seinen Job zu machen, man ist nur noch dabei, diesem Datenschutz gerecht zu werden. Am Ende funktioniert sowieso nicht, die Abmahnanwälte stehen schon bereit und damit ist natürlich Tür und Tor geöffnet, jederzeit diesen Blogs den gar auszumachen, die man nicht mag. Und das wird natürlich weiter vorangetrieben. Es wird immer aggressiver, immer noch schwieriger werden. Für die Kleinen kaum möglich. Mit einem kleinen Team, da bist du vollkommen ausgelastet, das zu machen. Die Großen, die Facebooks und Googles und Amazons dieser Welt, die lachen drüber. Die setzen dann mal eben 100, 200 Mann Abteilung dran von ihren zigtausenden. Die machen das nebenbei mit. Für die kein Problem. Die ganzen Kleinen und Mittleren kriegen es nicht gebacken und machen ihren Laden zu. Oder werden abgemahnt, werden mit riesen Klagen dann aus dem Spiel genommen. Meine Damen und Herren, das ist auch ein Teil der Unterdrückung von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und wird dann noch verkauft als Datenschutz für den Bürger. Völliger Bullshit. Es geht um Macht, es geht um Unterdrückung von Meinungen, es geht um Unterdrückung von kleinen und mittleren Unternehmen und Medienunternehmen und um nichts anderes.